vorne. Das ist toll, dass ihr alle da seid. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind deutlich mehr als 3000 Leute hier. Und das wird erst der Anfang sein, wenn das Management nicht endlich den Blinker wieder richtig setzt und wieder auf den Pfad der Vernunft zurückkommt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wenn der Tarifvertrag von 93 gelten soll, sieht das nicht gut aus für uns. Ja. Diese Krise ist nicht verursacht von der Belegschaft, sondern die ist verursacht durch eine Aneinanderreihung von krassen Fehlentscheidungen und Fehleinschätzungen des Managements, auch wenn das nicht mehr die aktuellen Manager alle zu verantworten haben aus der Vergangenheit, aber die aktuellen Manager haben zu verantworten, dass das in die Zukunft ordentlich weitergeht. Sondern es geht darum, dass wir das vom Vorstand erwarten, was auch notwendig ist, um einen Zukunftsplan zu erstellen. Wir brauchen wettbewerbsfähige Produkte, wir müssen Technologieführerschaft zurückerlangen. Hallo.